Wir haben dann auch gleich, nachdem wir so schön gespült haben, haben wir auch die Steine zum Teil umgedreht, den Eingangsbereich neu gestaltet. Das war schon so wackelig, außerdem wegen dem Brett. Eigentlich hauptsächlich wegen dem Brett haben wir das neu, habe ich das neu gemacht. Ja, kann man gut drauf stehen, springen, alles gut. Ja, und jetzt werden wir dann kehren. Die Christian wird uns das wieder schön zeigen, wie das geht. Deine Videoplattform zum Thema Schwimmteich. Natur im Garten und Wasser, das lebt. Viel Freude beim Ansehen. Vor ein paar Tagen, wie ihr wisst, haben wir den ersten Teil schon erledigt. Da haben wir die ganzen Seichtbereiche durchgespült. Und wir haben hier das Problem immer wieder gehabt, dass der Schotter, den wir hier im seichten Bereich haben, also in der sogenannten Babyzone, der ist uns immer wieder darunter gerutscht und hat die Folie hinter diesem Brett freigelegt. Und da haben wir schon eine ganze Weile darüber gesprochen und jetzt hat es der Christian verwirklicht. Im Zuge dieser Veränderung haben wir dann auch, da sind vorher so größere Steine gelegen, um eben die Folie zu verdecken. Die haben wir jetzt weggenommen, die sind nicht mehr notwendig. Und jetzt haben wir da relativ viel Kies, feinen Kies herinnen. Und schauen wir mal, ob uns das so taugt oder ob wir einen raustun müssen. Ja, und jetzt werden wir kehren. Die Christian wird uns das wieder schön zeigen, wie das geht. Er schaut auch auf die Uhr. Also er hat die Uhr genau im Auge, damit wir euch sagen können, wie lange dieses Kehren, das rundherum reinkehren dauert. Wir schrubben nicht, wir kehren nur. Das bedeutet, die Sedimente, die eigentlich locker hier oben liegen, auf den ganzen Flächen, die kann man eben mit einer Bürste, sogar mit der Hand, könnte man sie sozusagen runterwischen von allen Flächen. Und dann ist wichtig, dass man mit dem Kehren eben nicht nur aufwirbelt, sondern eigentlich ist es ein Leiten der Sedimente in die richtige Richtung, so könnte man das sagen. Beim Kehren ist wichtig, nicht unbedingt mit viel Kraft herum zu werkeln, sondern eigentlich ist ganz wichtig, dass man immer in eine Richtung kehrt, stoppt und ganz langsam den Besen wieder zurückzieht oder die Bürste, wie man das halt nennen will, damit man nicht durch diese Bewegung vorrück alles, was man nach vorne geschoben hat, wieder zurückholt. Das soll vorne bleiben und daher lieber mit Ruhe, Gelassenheit, ganz langsam diese Arbeit verrichten. Ja, wenn das gemacht ist, wenn dann die Wände auch alle abgekehrt sind, dann wiederum 2-3 Tage warten und danach geht es ans Auspumpen. Beim Raussaugen der Segmente sollte man sich nur auf den tiefen Bereich konzentrieren. Es macht wenig Sinn, im Seichten herum zu saugen. Ich glaube, da geht zu viel Wasser verloren und es wird auch zu sehr aufgewirbelt. Wenn man mit der Pumpe ganz nach unten geht, mit dem Ende des Saugers sozusagen, dann kann man in die Ecken reingehen, im tiefen Bereich und den ganzen Boden schön absaugen. Ob man erfolgreich ist oder nicht, sieht man in diesem durchsichtigen Teil der Pumpe. Wenn es da noch schwarz kommt, wenn das Wasser, das man abpumpt, geschwärzt ist, dann sollte man vielleicht noch an dieser Stelle ein bisschen weiter saugen. Und sobald das durchsichtig wird, das Wasser, dann weiß man, okay, da wo der meiste Schlamm gelegen ist, da hat man jetzt alles weg. Man sucht sich einen neuen Platz, also man schaut, dass man einfach den ganzen tiefen Bereich langsam
aber konsequent absaugt. Im Sommer haben wir die wenigste Arbeit mit unserem Teich, denn im Frühling sind die ganzen Blüten, Blütenblätter und auch Pollen, Blütenstaub, landwirtschaftlicher Staub von der Heuernte, das alles sammelt sich auf der Oberfläche. Aber wenn einmal die große Maat vorbei ist, im Sommer gibt es kaum Eintrag durch Wind in unseren Teich und daher haben wir im Sommer eigentlich relativ wenig zu tun. Wie oft man kehrt, das liegt daran, wie pingelig, also wie heikel das man ist. Wenn man die Wände immer schön sauber haben möchte, frei von Sedimenten, wird man wahrscheinlich nicht drum herum kommen, jede Woche, jede zweite Woche zu kehren. Damit meine ich auch nicht, dass man da jetzt großartig Zeit drauf verschwendet, sondern man nimmt den Besen, geht einmal rundherum, kehrt das in den tiefen Bereich, ist wahrscheinlich eine Sache von einer Viertelstunde und es ist wieder schön sauber alles. Dieses Video schließt jetzt den Kreis über unser Equipment, das man braucht, um unseren Teich Dr. Teich zu pflegen. Das eine Video über unser Equipment ist hier verlinkt und das andere Video, praktisch der erste Teil unserer jährlichen Teichreinigung, findet ihr hier. Und das andere Video, praktisch den ersten Teil unserer Teichreinigung, unserer jährlichen, findest du hier.